Heute ist wunderbares Wetter, um die Tunnel aufzuziehen. Es ist schön windstill. Die Temperaturen sind richtig so, dass die Folie richtig schön weich ist, damit man sie schön aufziehen kann. Wir haben gewartet, bis der Schnee vorbei ist und vor dem Sturm. Vorher war der Schnee. Da war gut, dass die Folie noch nicht drauf war. Und jetzt ist die Zeit für am Anfang Februar. Ja, da kette. Für Februar optimales Wetter, kein Wind, gerade kein Regen. Super schön. Ja. Für Februar sind wir zufrieden. Hör mal, da hast du ja ein ganz schön altes Schätzchen hier als Trecker. Das ist der wichtigste und beste Traktor, den wir haben. Der ist vom Baujahr 76. Der ist jetzt 45 Jahre alt. Springt immer an, ist immer zuverlässig und ist optimal für den Tunnel. Passt wunderbar da durch, weil er so schön klein ist. Hier ist unser internationales Team. Indisch, Rumänisch, Polnisch, Deutsch. Hier werden alle Sprachen gesprochen und es klappt ganz wunderbar. Die Folie wird nicht eingerahmt, die bleibt nur drin. Die Kordel fixieren die Folie. Ne? Machen wir zweimal drum, heute nur einmal, das zweite Mal kommt morgen. Da kann man die Folie zum Lüften, wenn es warm wird, die Folie so hochgezogen. Und unser Neuzugang, die Eila, hilft natürlich auch mit. Ab jetzt wird es hier drin richtig schön warm. Und dann kommen auch bald die ersten Blüten. Winter und die Erdbeere ist jetzt noch in Winterruhe und wir werden jetzt noch das Vlies drauflegen. Ja, die Blüten sind schon angelegt. Wenn jetzt Temperatur drauf kommt durch die Folie, dann werden ungefähr in 4 Wochen die Blüten da sein. Dann werden unsere Hummeln kommen. Die Hummeln, die lassen wir kommen. Hier gibt es extra Züchter für die Hummeln so einen kleinen Karton züchten. Die werden hier ausgesetzt und bestäuben dann die Blüten. Und wenn ich die erste Blüte sehe, dann weiß ich immer ungefähr, nach 4 bis 5 Wochen haben wir die ersten eigenen Erdbeeren. Ja. Das heißt, wir können hier bei jedem Wetter ernten. Die Erdbeere ist auch geschützt hier und vor Regen und Sturm und Wind. Und das macht schon Spaß. Lichter werden das